Herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier aus Herzogenaurach. Schön, dass ihr alle so zahlreich im digitalen Raum erschienen seid. Und herzliches Hallo geht auch an die beiden Gäste auf dem Podium. Das sind einmal Jotti Schatzi-Alexiou, sportlicher Leiter Nationalmannschaften, und Jule Brandt vom VfL Wolfsburg. Jotti, wir starten mit einer Frage an dich. Nimm uns doch mal kurz mit. Wir sind jetzt mitten in der Nominierungswoche. Wie sind deine Eindrücke hier vor Ort aus dem Trainingslager und wie erlebst du die Mannschaft? Ja, erst einmal bin ich sehr froh, auch wenn es so eigentlich nicht geplant war, dass ich wieder im Kreise auch der Frauennationalmannschaft bin. Es hat ja auch positive Dinge, wenn man dann irgendwo auch mit einer U21 ausscheidet und man dann hier auch wieder im Kreis der Mannschaft sein kann und Richtung WM blicken kann. Die Stimmung ist sehr positiv. Die Trainingseinheiten, die ich jetzt gesehen habe, waren sehr intensiv. Das zeigt auch, dass wir genau in dieser Nominierungswoche auch sind. Und von daher haben wir jetzt noch heute eigentlich eine Trainingseinheit heute Vormittag gehabt. Die ist aufgrund des Sturms ins Wasser gefallen. Aber wir sind flexibel und holen sie heute Nachmittag nach. Und dann haben wir zwei Trainingseinheiten nochmal vor dem letzten Abschlussspiel. Und darauf freue ich mich. Jule, nimm uns doch mal mit. Wie erlebst du gerade die ganze Atmosphäre in der Mannschaft und im Team? Und wie blickst du jetzt vor allem auch auf das nächste Länderspiel, was schon am Freitag bevorsteht, gegen Sambia? Ja, es macht sehr viel Spaß, mit den Mädels zusammen zu sein auf dem Platz, auch neben dem Platz. Wir haben Top-Bedingungen hier, die Stimmung ist gut. Jetzt heute Abend noch ein Teamabend, was, glaube auch uns nochmal gut tut, auch ein bisschen Abstand oder mal nicht über Fußball zu reden. Wir freuen uns alle auf die WM. Training ist gutes Niveau. Wir wissen noch, was wir verbessern müssen, aber es macht Spaß und wir sind auf einem guten Weg. Dann gebe ich ab in den digitalen Raum. Ihre Fragen bitte. Frank Hellmann. Ja, Jotti, hallo. Erstmal hier aus Frankfurt. Ich würde dich einmal fragen, bist du jetzt direkt quasi von der U21-EM nach Herzogenaurach gereist? Und die Frage liegt natürlich schon dann auf der Hand, obwohl Alex Popp sich mal dagegen gewehrt hat in der ersten Pressekonferenz. Müssen die Frauen so ein bisschen den Reputationsverlust der Männer U21, A-Nationalmannschaft in der Sinnkrise? Es geht ja auch um Identifikation, es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Sichtbarkeit. Es schwingt automatisch mit jetzt in diesem Sommer, wenn die Frauen spielen. Oder ist dir das zu weit hergeholt? Vielleicht kannst du einfach dazu ein bisschen was sagen. Ich bin tatsächlich direkt von der U21 zur Frauennationalmannschaft gestoßen. In meiner Aufgabe liegt es nahe, dass ich mir natürlich wünsche, dass alle unsere Mannschaften erfolgreich sind. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn unsere Frauen die deutschen Fußballfans in dem Sommer nochmal wach küssen können. Passt ja auch von der Uhrzeit, wenn wir morgens spielen und man mit tollen Spielen in den Start, in den Tag starten kann. Sonst ein Vergleich aufzuziehen wäre einfach nicht richtig, zumal wir unterschiedliche Mannschaften haben. Das gilt für die A-Mannschaft und für die U21. Unterschiedliche Voraussetzungen jetzt auch, was die Frauennationalmannschaft angeht. Von daher ziehe ich da keine großen Vergleiche, sondern ich bin froh, dass wir auch als Verband die Möglichkeit haben, mit dem Turnier einfach die Fußballfans für uns zu gewinnen. Und da spielt natürlich die WM jetzt eine ganz entscheidende Rolle. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir das möglich machen können. Jana Lange. Ja, hallo. Da würde ich gerne anknüpfen an der Zuversicht. Jotti, was macht Sie denn so zuversichtlich, dass das klappen könnte im Sommer? Klar, wir haben alle noch die EM vor Augen, aber was macht Sie jetzt auch gerade mit Blick auf die Vorbereitung zuversichtlich?
Also erst einmal die Voraussetzungen, die wir erneut dieses Jahr geschaffen haben, auch rund um das Team, das heißt von all den Personen, die rund um das Team arbeiten, aber auch die Voraussetzungen, die wir hier in Herzog haben, die sind erneut sensationell. Und diesen Spirit und diesen Flow einfach mitzunehmen aus dem letzten Jahr, ich glaube, das macht sehr viel auch mit den Spielerinnen. Wir wollten das unbedingt, so hatten wir uns auch abgestimmt, schon im letzten Jahr, dass wir hier die Vorbereitung gestalten. Zusätzlich zu den Rahmenbedingungen ist es so, klar, wir haben auch verletzte Ausfälle. Das war jetzt bei der U21 extrem, wo wir teilweise 14 Spieler nicht hatten, mit denen wir eigentlich geplant und gerechnet haben. Aber hier ist es nun mal nicht so. Klar, wir haben mit Julie, wir haben mit Linda, wir haben ein paar Ausfälle, die wir zu verkraften haben, aber der Kern der Mannschaft ist trotzdem beisammen, ist da, die Stimmung ist gut. Wir werden uns am Freitag nochmal richtig strecken müssen gegen einen Gegner, der, glaube ich, ein richtig guter Test nochmal vor der WM sein kann, weil diese Mannschaft einfach sehr robust ist, sehr leidenschaftlich ist. Sie lassen ihr Herz auf dem Platz, weil das für sie auch eine wichtige Bühne ist, nicht nur gegen uns zu spielen, sondern sich dann auch entsprechend auf das Turnier vorbereiten zu können. Mit 3, 4 Schlüsselspielerinnen und da, glaube ich, werden wir nochmal an unsere Grenzen gehen müssen, haben nochmal eine rote Einheit, wie wir es im Fußballfachjargon nennen, und von dort aus geht es dann nochmal nach Australien und dann haben wir den engen Kreis zusammen und können dann wirklich nochmal an Details arbeiten, und das hat uns letztes Mal ausgezeichnet. Ich war tatsächlich über das Jahr, und das waren wir alle, nicht übermäßig zufrieden, auch mit unseren Spielen, vielleicht dann auch mit unseren Ergebnissen. Aber das hat Gründe, weil wir einfach in der Vorbereitung auch zu dem Turnier sehr viel Rücksicht genommen haben. Wir wollten die Belastungssteuerung so gestalten, dass wir auch Rücksicht auf die Vereine, auf die Spielerinnen an sich auch legen. Und letztes Jahr und auch dieses Jahr, glaube ich, haben wir durch diese Vorbereitung, durch die Zeit, die wir zusammen sind, nochmal die Chance, A, zusammen zu wachsen und B, die Themen in den Vordergrund zu stellen, die für uns und auch für das Turnier dann wichtig sind. Ulrike John. Ja, hallo in die Runde. Vielleicht trotzdem, Joti, nochmal die Frage, auch wenn die Vergleiche nicht gerne gehört werden, aber es ist ein Verband, man arbeitet ja auch viel zusammen. Können denn die Frauen oder das DAF irgendwas lernen aus dem, was bei den Männern und bei den U21-Junioren passiert ist? Ja, in der Tat versuchen wir, die Analysen immer auch recht schnell für uns zu gestalten. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass wir vorgestern war Toni Di Salvo mit seinem Trainerteam hier. Wir haben uns unterhalten, auch innerhalb des Trainerteams, auch ausgetauscht, wie das Turnier war. Die Antworten kennen wir, aber da sind wir einfach auch durch die Struktur, die wir vor 5 Jahren geschaffen haben, zusammengewachsen. Auch die Trainerteams sind zusammengewachsen, weil wir gemeinsame Trainertagungen haben, weil wir sehr häufig gemeinsam an Themen, Spielphilosophien etc., Standards arbeiten. Von daher hat man da einen Austausch. Wir haben uns dann auch bis spät in die Nacht nochmal intern hingesetzt, haben über ein paar Themen gesprochen, die einfach in der U21 jetzt vorkamen. Und diese Themen, klar, die überträgt man, wenn sie kommen, beziehungsweise sind das Erfahrungen aus sehr vielen Turnieren, die wir in der Vergangenheit hatten, die ich jetzt persönlich auch selber erleben durfte in der Zeit, wo ich jetzt auch beim DFB arbeite. Und wenn dann wiederkehrende Themen einfach aufkommen, dann hat man die Möglichkeit, auch dort zu intervenieren, Ratschläge zu geben, um möglicherweise dann nicht in Anführungsstrichen die gleichen Fehler zu machen, wenn man das tatsächlich dann auch 1:1 darauf projizieren kann. Frank Hellmann. Jutti, du hast schon eben sehr ausführlich über Sanja gesprochen, so, als ob du diese Mannschaft richtig gut kennen würdest. Also da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass dem so ist. Es ist ja eine WM jetzt mit 32 Teams und sind, glaube ich, insgesamt 8 Neulinge dabei, eben auch so Mannschaften wie Vietnam, wie Philippinen, wie Haiti.
Ist das gut für den Frauenfußball? Ist der so weit? Und dann so Anschlussfrage, würdest du auch mit der Bundestrainer mitgehen, dass es tatsächlich diesmal 8, 9 Mannschaften sind, die Weltmeisterinnen da in Australien, Neuseeland werden können? Absolut. Also ich persönlich gehe sehr demütig auch in diese WM, weil ich einfach sehe, wie die Entwicklung im Frauenfußball in den letzten Jahren war. Die Europameisterschaft war sensationell. Das gilt nicht nur für unsere Spiele oder für unsere Spielerinnen, wie jetzt die Jule, die neben mir sitzt, sondern auch viele Verbände, die tollen Fußball gezeigt haben und ich einfach begeistert war, mir die Spiele anzuschauen. Und das, glaube ich, wird jetzt bei der Weltmeisterschaft mit Sicherheit noch getoppt werden, weil auch da andere Kontinentalverbände mit dazukommen, die eine enorme Stärke auch aufweisen. Und der Fußball hat sich da entwickelt. Natürlich haben wir unseren Anspruch, wenn wir in ein Turnier gehen. Das ist gar keine Frage, dass wir um den Titel mitspielen wollen. Aber Martina und ich, wir haben uns da wirklich in der Vergangenheit auch schon sehr intensiv mit Gegnern, mit der Situation im Frauenfußball beschäftigt. Das ist insgesamt für den Frauenfußball top. Und wir haben jetzt auch gesehen, in dem Freundschaftsspiel gegen Vietnam, unabhängig wie wir jetzt gespielt haben, wie die jetzt gespielt haben, aber trotzdem sind das Teams, die gut verteidigen können, die einfach ein gutes System spielen können und auch mit Nadelstichen, in Anführungsstrichen, auch größeren Nationen wehtun können. Von daher bin ich da wirklich guter Dinge und freue mich einfach auch auf die WM, weil ich da der Meinung bin, dass da Top-Spiele auf uns zukommen. Anna-Drea. Kannst du noch mal kurz sagen, also ist kein Fehler, auf 32 aufzustocken? Also da wir das jetzt auch in der Form haben, bin ich gespannt, wie das Turnier und das Niveau sein wird. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass einfach auch viele andere Nationen die Möglichkeit haben, sich auch über solch ein Turnier zu empfehlen und ihre Spielerinnen zu entwickeln. Das gilt ja auch für unsere Spielerinnen, wenn ich mir jetzt Jule anschaue, mit 20 bist du, Jule, ne? Mit 20 oder nee, nicht, dass ich dich noch älter mache, mit 20 an einem Turnier teilnimmt. Das ist einfach für ihre Entwicklung ein ganz wichtiger Meilenstein und das wird auch für viele andere Nationen der Fall sein und vielleicht kann auch die eine oder andere auf sich aufmerksam machen, die aus einem anderen Kontinent Fußball spielt und sich vielleicht auch für Europa interessant zu machen. Von daher würde ich das tatsächlich eher als Chance sehen. Schlussendlich müssen wir das Turnier abwarten und dann auch abwarten, ob es sehr viele hohe Ergebnisse möglicherweise geben wird. Aber da will ich jetzt keine erste Prognose abgeben, sondern die Spiele müssen dann erstmal gespielt werden. Jetzt aber Anna-Drea. Geduldig gewartet. Hallo, ich hätte eine Frage an die Jule oder zwei. Was waren denn deiner Meinung nach deine persönlichen, aber auch vom Team, die wichtigsten Entwicklungsschritte, die ihr seit der EM jetzt durchlaufen habt? Ich glaube, wir haben, was uns bei der EM zumindest ausgemacht hat, war unser Defensivverhalten, dass wir einfach ein Team geworden sind, dass wir ja zusammen auf dem Platz stand und jeder für jeden alles gegeben hat. Und auch wenn die Länderspiele dann zwischen der EM und jetzt der WM ja mal mit Höhen und Tiefen waren, denke ich trotzdem, dass wir diesen Zusammenhalt als Team haben. Und auch wir als Team, weil wir jetzt den Kern zusammen haben, also immer noch die gleichen Spieler sind, dass wir uns da zusammen weiterentwickelt haben. Wir wissen auch noch, woran wir arbeiten müssen. Da sind wir auch dran und deswegen glaube ich, sind wir dann gut bewaffnet für die WM. Die zweite Frage, Anna-Drea, möchtest du direkt anschließen an Jule? Auf dich persönlich. Ja, ich habe gerade schon losgeredet, aber es war wahrscheinlich zu voreilig. Persönlich, deine Entwicklung. Meine Entwicklung.
Ja, also mein Jahr in Wolfsburg war jetzt auch eher durchwachsen. Mir persönlich, also für mich persönlich auch, hat es mir auf jeden Fall geholfen, auch selbstbewusst auf dem Platz zu stehen, auch wenn jetzt Spiele nicht so gut waren. Aber ja, ich würde sagen, dass ich im athletischen Bereich mich nochmal verbessert habe durch Krafttraining, dass ich stabiler in Zweikämpfen bin, dass ich da besser dagegen halte. Ja, und generell auch nochmal einen Sprung von Hoffenheim nach Wolfsburg, jeden Tag mit den besten Spielern zusammenzuspielen, auch aus Deutschland, eine Alex Popp, eine Lena Oberdorf. Ja, auf einem sehr, sehr guten Niveau im Training immer alles geben, um da standzuhalten. Und das hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Gibt es weitere Fragen? Gerd Weidemann. Ja, an Jule Brandt die Frage. Also die Bundestrainerin sagte nach dem Spiel in Offenbach, man sei so bei 40% und es sei noch viel auf dem Trainingsplatz zu bearbeiten. Wo lag denn jetzt im zweiten Lehrgang bisher so der Fokus bei den Trainingseinheiten? Ja, also dass bei Vietnam noch vieles nicht gepasst hat, das wissen wir, glaube ich, alle, was da noch fehlt. Auch, dass wir konzentriert präzise Pässe spielen, schneller verlagern, dass wir einen Spielaufbau gut und ruhig mit einem Ziel gut durchzukommen, klar durchspielen können. Ja, auch einfach, dass wir uns als Team finden, dass wir uns abstimmen, dass einfach alles besser abgestimmt ist, dass wir die Laufwege wissen. Ja, ich denke, darauf haben wir geachtet, aber jetzt auch so mit Formation, was wichtig für ein Turnier ist, so die Basics nochmal aufgeholt haben, Prinzipien, ja, sowas. Jana Lange. Ja, ich habe gerade auf der DFB-Homepage entdeckt, dass Paulina Krumbiegel abgereist ist und ich zitiere, nicht in den 23er-Kader für die WM nominiert wird. Dazu die Nachfrage, das bedeutet, sie wird gar nicht zur WM reisen oder steht sie noch zur Verfügung als mögliche Backup-Spielerin? Das ist bleibt hier ein bisschen offen. Die Frage übernehme ich. ja, in der Tat ist Pauli heute nach Hause gefahren. Bei Pauli war es so, sie war tatsächlich eine Wackelkandidatin, hatte jetzt die Tage auch muskuläre Probleme und deswegen hatten wir uns und das Trainerteam entschieden, frühzeitig nochmal auf Pauli zuzugehen, damit sie nicht in den Trainingseinheiten vielleicht noch mehr reintrainiert, weil sie sich nochmal zeigen möchte, sondern weil wir einfach den Schutz der Spielerinnen gesehen haben und da sehr frühzeitig mit ihr auch sehr ehrlich umgehen wollten. Das hat Martina gestern Abend mit ihr besprochen. Pauli hatte sich dann heute von der Mannschaft verabschiedet und wird jetzt hoffentlich die nächsten Tage noch ein bisschen regenerieren. Aber unabhängig jetzt von der Verletzung war es nun mal so, dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Und in dem Fall hat es jetzt auch aufgrund der Verletzung war es notwendig, dass man frühzeitig das Gespräch sucht. Und von daher wird Pauli dann auch nicht bei der WM dabei sein. Frank Hellmann. Gut, ich würde gerne nochmal aufs Trainer- und Trainerinnen-Team kommen, rund um die Bundestrainerin. Es ist ja bekannt, dass bei der EM in England diese Zusammensetzung mit Britta, mit Patrick Olimo und Thomas Nürnberg dann doch ziemlich erfolgreich war, weil es unterschiedliche Typen, Charaktere waren, die ja über die Jahre zusammengewachsen sind. Und aus der Doku geht ja auch hervor, dass gerade Thomas Nürnberg so eine, ja, vielleicht sogar Vaterfigur war, der auch mal harte Worte gefunden hat. Da haben ja auch Spielerinnen mal geweint. Wie ist das jetzt bei dem neuen Team? Es ist ja nur noch die Britta da. Ist da auch noch so eine Vaterfigur zu entdecken? Vielleicht kann Jule das sagen. Aber insgesamt, sag mal, titeltauglich ist dieses Trainerteam jetzt schon, das neue? Also
Hattest du jetzt Jule angesprochen oder hast du mich angesprochen? Also zur Vaterfigur, ich weiß nicht, ob ich in die Rolle dann schlüpfen soll oder die Martina dann oder wer auch immer. Nein, also ich wusste auch nicht, dass Spielerinnen geheult haben, aber unabhängig davon, wir haben ein sehr gutes Trainerteam wieder aufgestellt. Natürlich ist es so, dass dann mit Patrick und mit Nöre uns Menschen verlassen haben, auf die ja, wir auch nichts haben kommen lassen. Im Gegenteil, deswegen waren sie auch bei uns im Team. Wir haben jetzt mit Michael einen jungen Trainer noch mit dazu geholt. Wir haben immer noch sehr viel Erfahrung mit unserem Torwarttrainer, dem Mix, der, glaube ich, da auch in diese Rolle mitunter schlüpfen kann. Und deswegen, glaube ich, ergänzen wir uns weiterhin alle sehr, sehr gut, gemeinsam im Team. Und das gilt sowohl auch für die anderen, die dann mit dazugestoßen sind. Wir haben mit Nick Dietrich nochmal aus der A-Mannschaft einen Fitnesstrainer mit dazugeholt, der in Themen der Periodisierung wirklich ein Spezialist und ein Fachmann ist und der die Mannschaft jetzt auch nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch während des Turniers und der Gruppenspiele dann mit begleiten wird. Also wir haben tatsächlich sehr viel Wert auf die Qualität weiterhin gelegt, die ist da. Von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Letzte Frage an Andrea und dann wird die PK geschlossen. Dankeschön. Jule, wie würdest du deine Position jetzt in der Mannschaft beschreiben? Also gerade auch mit meiner Frage von vorher im Hinterkopf. Danke. Ja, also wir haben sehr gute Qualität im Kader, auf jeden Fall. Jetzt auch mit der durchwachsenen Saison in Wolfsburg versuche ich mich jetzt hier auch wieder in Training hier reinzufinden. Ja, aber ich denke, wenn ich meine Leistung auf den Platz kriege, dass ich da auch schon eine gute Option bin für mehr Spielminuten. Klar, mein Ziel ist immer, mehr Spielzeit zu bekommen als im vorherigen Turnier. Ja, aber wir haben eine sehr gute Qualität im Team. Das weiß ich alles einzuschätzen, aber ja, ich erhoffe mir natürlich viel Spielzeit und ja, dafür versuche ich meine Leistung auf den Platz zu bringen im Training und bei Spielen. Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Jotti Schatzi-Alexio und vielen Dank an Jule Brandt und auch euch allen, Ihnen allen. Dankeschön und bis demnächst. Ciao.